Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen aktuelle Energievideo. Heute mit vielen interessanten Aspekten, die ich in den letzten Tagen sammeln durfte. Unter anderem geht es darum, Hingabe und Flow zu üben. Es geht um die Portaltage, die in den nächsten beiden Tagen vor uns liegen. Es geht um unseren inneren Partyraum, den wir entrümpeln dürfen. Es geht um ein Channeling mit Erzengel Michael. Es geht auch um die kosmischen Energien, die im Moment sehr intensiv sind. Was haben wir noch? Ach ja, und ein Ausblick auf das, was uns bevorsteht. Also bleibt dran und natürlich werde ich zum Abschluss auch noch Engelkarten ziehen für die beiden Portaltage, die uns erwarten. Also fangen wir vorne an. die Portaltage, die jetzt vor uns liegen. Wir haben heute Samstag und Sonntag, Montag gibt es eben die Portaltage. Und Portaltage sind eben kraftvolle Tage, an denen sich neue Türen für unsere innere Entwicklung öffnen. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht mit Jamala, die Expertin ist für die Portaltage. Das könnt ihr euch mal anschauen und wie immer verlinke ich unten in der Videobeschreibung alles, was mir so einfällt, was relevant ist für die aktuelle Energie. Also Videos, die ihr nutzen könnt, um diese Energie noch besser fühlen zu können. Und diese Portaltage, die vor uns liegen, öffnen vor allen Dingen unser Herz. Wir können im Herzen einfach die Energien, die uns jetzt gesendet werden, nutzen, um den Herzraum zu reinigen und um vertrauensvoll in die weiteren Tage zu fließen. Denn nur, und das habe ich in meinem Leben und gerade auch aktuell wieder intensiv gelernt, je weiter wir unseren Herzraum öffnen, das gilt übrigens auch für unser Skelett, gerade Frauen, die eher schüchtern, scheu sind, die auch Angst haben vor Männern, gerade hochsensible Frauen, neigen dazu, und dazu gehöre ich auch, sich einzurollen, also sich zu verstecken. Ja? Gerade so alles, was mit Weiblichkeit zu tun hat, unter anderem auch die Brüste, ja, so wirklich einzurollen und zu sagen, ich möchte niemanden an mein Herz lassen, ich habe Angst. Und wie gesagt, ich darf das aus eigener Erfahrung weitergeben. Wenn wir uns trauen, unser Herz zu öffnen und wirklich mal auch die Schultern nach außen zu rollen, viele haben genau deshalb auch so starke Verspannungen im Nacken. Das ist sehr interessant, was da gerade fließt. Also das kommt jetzt gerade nicht ausschließlich von mir, das kommt auch aus höherer Quelle. Also wenn wir wirklich uns aufrollen, dann machen wir das Brustbein frei, wo wir die Rippenbögen ansetzen. Ja, wenn die Rippenbögen nämlich vorne verklemmt sind, dann sind sie nicht mehr flexibel und es zieht sich dann im Laufe der Zeit immer mehr zusammen, was irgendwann auch Auswirkungen auf die Lunge und auf das Herz hat, weil ja wirklich der Raum dann immer enger und verkrampfter wird. Wenn wir uns also erlauben, wirklich mal die Arme weit auszubreiten, wie ich ja oft so sage, die Flügel weit auszubreiten, dann spüren wir, wenn wir hinten dann die Schulterblätter zusammenziehen, das könnt ihr mal machen, während ihr es zuschaut, ja, wirklich mal nach hinten ausdehnen, dann weitet sich der Brustkorb, der Raum für das Herz und dadurch auch für das Herzchakra. Und das Herzchakra, da bin ich meinem lieben Freund und Kollegen Aki Brutscher sehr, sehr dankbar. Er hat mir jetzt in den letzten Tagen, ihr wisst, es ging mir körperlich nicht so gut. Also es hat sehr, sehr viel Altes in mir bewegt, alte Erfahrungen, die nochmal hochgekommen sind. Ja, sogar einige unlustige Dinge aus der frühesten Vergangenheit, Sachen Reinkarnation. Und ich habe gemerkt, dass ich meinen Herzraum mal wieder unbewusst verschlossen hatte, aus vielerlei Gründen. Und Aki hat mir gezeigt, nochmal aufzumachen und dass das Herzchakra eben das mittlere Chakra ist. Wenn wir die Hauptchakren sehen, die sieben Hauptchakren, ist das Herz in der Mitte. Kronchakra, drittes Auge, Hals sind die oberen Chakren, dann kommt das Herz und unten sind dann
Solarplexus-Chakra, über dem Magen, dann Nabelchakra, das Kreativitäts- und Sexualchakra und das Bodenchakra, also Wurzelchakra. Und wenn das Herz geschlossen ist, dann fließt halt nichts mehr, ja, dann kann es von oben nicht nach unten, von unten nicht nach oben fließen. Also Herzraum öffnen, nutzt jetzt diese Portaltage, um euch da mal wieder weit zu machen. Ihr könnt Gymnastik machen, achtsam natürlich bitte, ja. Also wirklich mal die Arme kreisen lassen, vor allen Dingen nach hinten, denn wenn wir nach vorne kreisen, dann geht es ja wieder zu. Also hauptsächlich nach hinten kreisen und mal spüren, wie sich halt die Schulterblätter wieder befreien, ja, wie sich die Rippenbögen dann wieder beweglich machen, auch die Schultern kreisen lassen. Das sind alles so schöne Dinge, die man tun kann, jetzt auch körperlich, um das zu befreien. Natürlich gibt es fantastische Yoga-Übungen auch für den Brustkorb, für das Herzchakra. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen kreativ recherchieren. So, also es geht darum, wenn wir das Herz öffnen, und da gibt es so ein altes Bild, das kommt mir gerade in den Sinn, in meinen Coachings, wenn ich Coaching-Klientinnen oder Klienten habe, die sagen, ja, ich traue mich nicht, mein Herz zu öffnen. Dann darf ich immer sagen, stell dir vor, du kannst dein Herz natürlich einsperren, wie in einer großen Burg. Ja? Man macht dann große Wälle, große Mauern, oben auf den Mauerkronen laufen dann die Soldaten in den Zinnen lang und schießen auf alles, was sich nähert und halten alles fern. Aber wenn wir das tun, wenn wir unser Herz einsperren in dieser Burg, dann kommt auch nichts Gutes hinein, ja? Ich sage ja immer, das Gute, Wahre und Schöne dürfen wir einladen. Aber wie soll es denn zu uns kommen, wenn wir in einer Burg sitzen, die bewacht wird und die nichts durchlässt? Und dann sage ich immer, stell dir vor, wenn du wirklich Angst hast, dein Herz zu öffnen, Angst hast, dass da Feinde sind, die dich dann überfallen, dann stell dir vor, dass du vorne das Tor aufmachst und hinten das Tor aufmachst, deiner Burg. Und wenn die Feinde dann angaloppiert kommen, ja, und deine Burg überfallen wollen, dann reiten sie vorn rein und mit ganz viel Schwung direkt wieder hinten raus und weg sind sie. Das hat mir damals sehr geholfen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich mein Herz vertrauensvoll öffne, wenn ich mich wirklich dem Leben hingebe, ein Ja zum Leben sage, wie ich im letzten Video erzählt habe, das verlinke ich euch auch mal hier oben, dann kann mir nichts passieren, denn dann flutscht alles durch, was nicht zu mir gehört. Und ich lade dann das Gute, Wahre und Schöne in mich hinein, in mein Leben hinein. Und darum geht es jetzt in diesen nächsten Portaltagen. Ihr könnt euch eben das Sterntor Schöpfungslicht des Vertrauens, das Video dazu nochmal anschauen. Und ich habe von Erzengel Michael die Botschaft heute Morgen in meiner Meditation bekommen, dass ich später, entweder heute Nachmittag für morgen oder morgen dann speziell für die Portaltage nochmal ein Channeling aufnehmen darf. Da freue ich mich riesig drauf. Da geht es auch um Vertrauen und Hingabe. Und Erzengel Michael ist nun mal den meisten Menschen bekannt, die sich für Engel interessieren und auch selbst denjenigen, die sich nicht so sehr für Engel interessieren, für die das alles total spooky ist. Also mich haben die Engel gerettet in dem Sinne, dass ich über die Engel mein Vertrauen ins Leben zurückgewonnen habe und dadurch in meine wahre Kraft und Macht zurückgekommen bin. Und deshalb channel ich sie gerne und gebe auch gerne ihre Botschaften weiter, die ich dann empfange. Darauf bezogen möchte ich mal ganz kurz was einflechten. Ich habe ja eine ganz tolle Community und viele aus meiner Community sind bei Facebook in der Gruppe Lichtmenschen und Erdenengel. Den Link dazu, den habe ich auch unten immer in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch mal anschauen. Die Gruppe ist ganz, ganz großartig. Also danke an alle, die da sind, die ihre positiven Nachrichten dort veröffentlichen. Und gestern kam eine Nachricht, die habe ich dann, erstmal wollte ich sie stehen lassen, aber ich habe sie dann gelöscht, aus einem einfachen Grund. Es ging darum, dass eine junge Frau geschrieben hat, es käme jetzt zum Kampf der Engel für die Menschen. Und wir sollten uns rüsten, wir sollten uns kampfbereit machen. Und diejenigen, die mich jetzt schon länger begleiten in meinen Videos, wissen, ich persönlich habe aufgehört zu kämpfen und ich möchte euch auch immer wieder auffordern, statt zu kämpfen,
sinnvoll zu handeln, sinnvoll zu agieren, mit eurer ganzen Kraft und Macht dazustehen, euch groß zu machen, zu leuchten und zu sagen, ich weiß genau, was ich will, ich entscheide mich für Dinge und auch mal gegen etwas, aber ich kämpfe nicht mehr, denn Kämpfen hat zwei große Nachteile. Es verausgabt enorm und Kampf zieht immer Kampf an. Kampf führt immer zu Krieg, niemals zu Frieden. Das ist mein Statement dazu. Und ich habe schon öfter gesagt, also es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die als Medium sagen, ja, es findet ein Kampf jenseits dieser Erde statt, im Universum, um die Erde oder um was auch immer. Und es macht den Menschen unglaublich viel Angst. Also ich bin hier auf der Erde, um den Menschen Mut zu machen, Kraft zu schenken, Hoffnung, Zuversicht und Liebe. Und ich persönlich spüre dann auch immer hinein in diese Botschaften, die ich dann mehr oder weniger zufällig zugeführt bekomme. Und ich habe es schon mal gesagt, ich spüre es nicht. Ich spüre nicht, dass da, also weder jenseits der Erde noch auf der Erde, ein Kampf der geistigen, energetischen Wesen stattfindet oder der außerirdischen, also der Wesen, die außerhalb der Erde leben. Das fühle ich nicht. Also ich fühle eher Präsenz, Unterstützung, vielleicht auch sowas wie Verhandlung, aber nicht, dass da gekämpft wird für oder um uns. Aber wie gesagt, alles, was ich euch erzähle, entspringt ja immer meinem Gefühl. Doch das musste ich jetzt unbedingt mal einflechten. Also lasst euch, wenn ihr solche Botschaften hört, nicht in den Kampf hineinsaugen. Er verausgabt euch, er laugt euch aus. Kampfmodus heißt Überlebensmodus, bedeutet, dass der Körper extrem viele Aktionshormone und Botenstoffe ausstößt, die Nieren auf, also Nierenkraft aufbrauchen. Die Chinesen sagen, da steckt unsere Lebensenergie drin. Das Qi, haben ja vielleicht viele schon mal gehört. Also es wird Adrenalin ausgeschüttet, Noradrenalin, die Kampfhormone, ja, wenn wir Flucht oder Kampfmodus einnehmen. Und das kann man mal punktuell machen. Es ist manchmal auch sehr wichtig, wenn man Gefahr sieht, wirklich konkrete Gefahr, und man sich entscheiden muss, kämpfe ich gegen die Gefahr oder laufe ich davor weg. Ja, die dritte Aktion, stillhalten, totstellen, ist meistens nicht so prickelnd, geht aber auch, als wäre die dritte Option. Aber der Körper ist dann nur punktuell aktiv. Das heißt, er rennt weg oder er kämpft. Und das macht er sofort. Wenn man das aber wie in Stresszeiten, und der Mensch hat sich ja leider zu einem Stresstier entwickelt, permanent ausschüttet, dieses Adrenalin und Noradrenalin und die vielen, vielen anderen Stresshormone, ist der Körper irgendwann leer. Und das führt dann unter anderem zum Burnout. Lasst euch also bitte nicht neben diesen Krisenphänomenen, die aufgrund dieser Pandemie der Angst ja sowieso schon in uns toben, auch noch in Kämpfe verwickeln, die für mich und für viele andere auch nicht greifbar sind, nicht fühlbar sind und die vielleicht nur von Menschen gemacht werden, um wiederum Angst zu erzeugen. Ja? Wir wissen weder in den alternativen Medien noch in den Massenmedien, was wirklich wahr ist. Prüft es, und das sage ich immer wieder gerne, mit eurem Herzen, was für euch die Wahrheit ist, und lebt und genießt eure Wahrheit. Und am allerbesten in Harmonie und Frieden. Wenn ihr das nämlich in euch fühlt, und dann kommen wir jetzt zum Partyraum, den ich gerade angekündigt habe, dann ist in euch eben Freude statt Angst. Dieses Bild des Partyraums, das habe ich vorhin noch in meiner Meditation bekommen. Wir haben ganz viel Kraft bekommen, um in uns zu entrümpeln in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt immer mal wieder diese Transformation und Reinigungswellen. Und wir hatten sehr, sehr intensive Reinigungswellen dieses Jahr, um eben den Wandel gut vollziehen zu können, um wirklich durch diesen Übergang in diesem Nullpunktfeld aktiv zu sein, unser Leben neu zu gestalten.
Und wenn man das Leben als Haus betrachtet, dann gibt es verschiedene Räume, in denen verschiedene Dinge passieren. Ja, es gibt die Küche, es gibt das Wohnzimmer, es gibt das Schlafzimmer, es gibt die Rumpelkammer und es gibt den Dachboden, es gibt aber auch den Keller. Und der Keller in diesem Lebenshaus steht nun mal für das Unterbewusstsein. Ganz tief unten. Wir kommen jetzt in den November, in die Skorpionenergie, in die Plutoenergie. Und die ist fantastisch, um eben den Keller zu entrümpeln. Also wir sind ja quasi schon jetzt Sternzeichen, Sonnenzeichenmäßig im Skorpion gelandet. Und das ist wunderbar, um den Keller aufzuräumen. Also einfach nochmal vertrauensvoll, vielleicht zusammen mit den Engeln, dem Schutzengel und den Krafttieren in den Keller zu gehen, ins Unterbewusstsein zu gehen, da herumzustöbern. Und ich lade immer dazu ein. Also ich hatte als Kind Angst vor dem realen Keller in dem Mietshaus, in dem ich groß geworden bin, weil er super, super dunkel war. Also wirklich noch mit alten, so uralten Holzverschlägen. Und oh Gott, ich war so ängstlich als Kind, was das, was Dunkelheit betrifft. Und habe das dann gewandelt. Also ich habe die Dunkelheit, deshalb habe ich heute auch so meinen schwarzen Pullover an mit dem Sonnenlicht. Also ich habe das Sonnenlicht in der Dunkelheit in mir entfacht und mittlerweile gehe ich gerne in meinen Keller, manchmal eben auch wie jetzt mit Aki zusammen, mit jemandem, der sich auskennt mit dem Unbewussten, dem Unterbewussten. Das ist manchmal effizienter, wir haben ja alle unsere blinden Flecken und dann tauche ich eben ein in dieses Unterbewusstsein und hole die Schätze hoch und entrümpel auch, was ich da mal wieder angesammelt hatte. Passiert ja so viel, gerade jetzt in diesem Leben. Und wenn sich da noch so ein paar Dinge eben zeigen, dann entrümpel ich die zusammen mit meinen energetischen und menschlichen Helfern und finde immer wieder großartige Schätze. Ja, und finde dann immer wieder tolle Dinge, die ich noch überhaupt nicht entdeckt habe in meinem Leben und bin immer super glücklich. Bei mir zum Beispiel gibt es dann neue Arten von Bildern. Ich habe jetzt in dieser Meditation heute Morgen ein unfassbar tolles Bild bekommen. Also ich habe, das hat sich die letzten beiden Tage schon angekündigt. Ich habe sogar schon gestern ein bisschen Aquarellvorarbeit gemacht, aber heute hat es sich so richtig intensiv gezeigt. Es könnte eine neue, extrem kraftvolle Bilderserie werden, ähnlich wie die Sternentore. Bin völlig aus dem Häuschen und das entdecke ich dann eben, wenn ich in meinem Keller aufräume. Und heute bekam ich eben aus meiner göttlichen Sphäre dieses Bild. Ich mache jetzt meinen Keller zum Partyraum. Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Also das, was dann so alt und dunkel und angestaubt ist, wird geputzt. Ich mache da so einen richtig schönen, glitzernden Boden rein in meinen Keller. Mache wunderschöne Glitzerwände mit Spiegeln, dass das so richtig funkelt und in die Mitte kommt eine Disco-Kugel. Da kommen ganz viele Regenbogenfarben, Lampen, die dann die Disco-Kugel anstrahlen und ich werde mit meinen Freunden in meinem Partyraum Party machen. Ja, ich rocke mein Leben, ich habe Spaß in meinem Leben und ich lade euch ein, nehmt mal dieses Bild und schaut mal, was ihr draus machen könnt, wie ihr euer Unterbewusstsein so aufräumen könnt, dass ihr da mal so richtig jetzt gerade im November, wo ja die dunklere Jahreszeit beginnt, richtig Party machen könnt. Ja, dass wir bis zur Sommersonnenwende am 21. Dezember dann so richtig ordentlich loslegen können. Und das ist jetzt auch noch mal eine gute Vorlage für meinen Ausblick für die nächsten Tage, also auch jenseits der Portaltage. Wir nähern uns ja einem Vollmond an Samhain. Halloween, ja, 31. Oktober, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Es geht da um die alten Kräfte, die unsere Ahnen aller Heiligen, aller Seelen genannt haben. Also das Tor zur, oh, da kriege ich gerade Riesengänsehaut, das Tor zur Unterwelt, ja, Partyraum, das Tor zum Tod wird dünner. Das heißt, wir können ganz, ganz achtsam und liebevoll mit unseren Ahnen sprechen. Wir können sie einladen, uns ihre wundervollen Geschenke zu bringen und wir können ihnen unsere Dankbarkeit, unsere Wertschätzung schenken. Ja, also diese, es gibt ja immer wieder Zeiten, wo die
wo die Zwischenwelt dünner wird, wo wir wirklich auch mit verschiedenen Sphären besser kommunizieren können. Und das bündelt sich jetzt im nächsten Vollmond. Also die kommende Woche wird ganz, ganz intensiv und da kommt von meiner Seite bestimmt auch noch das eine oder andere an Informationen. Also lasst uns diese Kräfte wirklich einladen. Denkt dran, das Gute, Wahre und Schöne einzuladen, dass uns jetzt diese ganzen Aspekte schenken. Es gibt viele tolle Astrologen, die jetzt gerade wieder viele Informationen rausgeben, weil sich auch die Sternenkonstellation jetzt wieder ganz intensiv verändert, gerade in den nächsten beiden Monaten. Also lasst uns eben alles nutzen, was kommt. Wir haben auch kosmische Unterstützung. Die Sonne pulst mal wieder intensiv und vorhin kam dann in der Vorbereitung auf das Video noch, manchmal kommt es mir vor, dass die Pulsfrequenzen unserer Sonne, die ja dann wieder die Schumann-Frequenz, also den Puls der Erde anfacht, wie Morsezeichen sind, wie Lichtcodes. Und ich weiß, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die Lichtcodes auch aufzeichnen, weitergeben. Meine Lichtcodes sind meine Sternentore, die den Menschen eben Kraft schenken mit Botschaften. Ich habe ganz viele Videos dazu gemacht. Da gibt es eine eigene Playlist, die verlinke ich mal hier oben. Da könnt ihr euch meine Lichtcodes sozusagen anschauen. Also lasst uns jetzt diese Lichtcodes, die auf die Erde kommen, auch bewusst nutzen. Manchmal macht es körperlich auch ein bisschen durcheinander. Das gibt dann so ein bisschen das Gefühl von Waschmaschine im Schleudergang oder Achterbahn. Aber je mehr wir uns, jetzt komme ich wieder zum Anfang des Videos, je mehr wir unser Herz öffnen, je durchlässiger wir werden, desto weniger hauen uns die Wellen um. Also bleibt im Flow, fragt euch immer wieder, wer bin ich wirklich, wer will ich wirklich sein? Will ich die Kräfte nutzen oder sträube ich mich, versperre ich mich, habe ich Angst davor? Raus mit der Angst. Ich habe einige Videos zum Thema Angst gemacht. Gebt das Wort Angst in die Suchmaske meines YouTube-Kanals ein und ihr werdet tolle Unterstützung finden, wie ihr die Angst loslassen könnt, damit ihr weich seid, durchlässig seid, im Frieden seid. Und jetzt zum Abschluss möchte ich zwei Engelkarten ziehen. Eine Engelkarte für morgen, Sonntag. Den ersten Portaltag, 25. Oktober 2020. Und gleich dann noch die zweite Engelkarte. Also ich mache das jetzt wieder so, dass ihr seht, ist nicht vorbereitet, sondern quasi. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich mische die Karten jeden Tag mehrmals, weil ich ja auch immer wieder selber Engelkarten ziehe. Bei Instagram poste ich die dann auch als Tagesimpuls. Und diejenigen, die meine Videos kennen, es ist schon wieder Erzengel Raphael. Also Heilung, Heilung, Heilung. Morgen Herz, Heilung. Oh, ich kriege immer Tränen in den Augen. Ich liebe diese Karte, ich liebe dieses Bild. Und natürlich, ich liebe Erzengel Raphael, der einer von dreien ist, die mich initiiert haben, die mich in die Welt der Engel hineingeführt haben. Er ist immer bei mir. Oh, ich liebe ihn. Also morgen Sonntag. 25. Oktober 2020, eine Riesenwelle aus Heilung. Ladet Erzengel Raphael ein, dass er euch Heilenergie sendet. Sowohl für euer Unterbewusstsein, also für die alten Emotionen, für das Herz, für euren Körper, für eure Psyche. Lasst euch heilen. So. Ah ja, ich bekomme den Impuls. Erzengel Raphael wieder in das Kartenset hineinzutun und mische, mische, mische. Das ist das Schöne bei den kleinen Kartensets, die sind jetzt leider ausverkauft. Die sind ja aus Plastik. Es war so nicht geplant, sie sollten aus Karton sein, doch der Hersteller hat sie in Plastik gemacht, was ganz großartig ist, weil sie absolut abwaschbar sind und man hört eben, wenn man mischt. So, jetzt wieder die Karte für Montag, 26. Oktober 2020. Welche Engelkraft unterstützt uns? Oh, wie schön. Es ist nicht Erzengel Raphael. Es ist der Engel der Lebensfreude. Meine
Geliebte Engeldame, das Bild ist schon viele Jahre alt. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Wer mir E-Mails schreibt, bekommt dieses Engelbild auch oftmals als so ein kleines Goodie unten dran. Und der Engel der Lebensfreude sagt uns: Lasst uns am Montag unser Herz ganz, 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 ganz weit für die Superkraft Lebensfreude öffnen und lasst sie uns genießen. Lasst sie uns wirklich tief, tief, tief fühlen. Damit leuchten wir und dann sind wir Leuchttürme für die Menschen. Und ich werde jetzt nochmal das fantastische Interview oder Spirit Talk Gespräch mit Seom verlinken, auch unten natürlich, indem wir über Lebensfreude als Superkraft jetzt in dieser Zeit sprechen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben, Abos, wenn ihr die kleine Glocke drückt, dann bekommt ihr von mir natürlich immer wieder eine Info, wenn ich wieder ein neues Video veröffentlicht habe. Seid dabei, Facebook, Instagram, Telegram. Ich poste jeden Tag mehrfach meine Freude, meine Bilder und Tagesimpulse. Und jetzt verlinke ich euch zum Abschluss links und rechts Videos, die jetzt wichtig sind zu diesem Video und wünsche euch von Herzen das Allerbeste in dieser Zeit. Morgen kommt das Channeling mit Erzengel Michael. In ganz großer Liebe, eure Sonja Arie von Staden. Ciao, wir sehen uns.